So, hallo, wir machen weiter bei Evil Conquest 2 nach kurzer Companion, nee, nicht Companion, wie hieß das Ding? Compact World Pause. Companion. Ja, es war nicht Companion World. Aber ich habe jedenfalls drei Parts aufgenommen und jetzt ist das Ding auch durch. Das heißt, jetzt können wir mit Evil Conquest einfach durchziehen. Und ich denke, wir werden auch wieder eine Perfekt. relativ große Aufnahmesession haben, wo wir jetzt einiges aufnehmen können. Das denke ich auch. Genau. Ihr habt mir gerade eine neue Version geschickt. Ihr habt wahrscheinlich irgendwelche Bugs gefixt und so weiter und irgendwelche Sachen verändert. Also, gibt es irgendwas Erwähnenswertes, bevor wir starten? Nee, Oh, also wir sind wir im können noch mal Dunkeln. ansprechen, wenn wir bei den bestimmten Stellen sind, was geändert wurde. Okay. Aber ansonsten eigentlich nichts Dann starten wir durch. Erwähnenswertes. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, ohne Save States zu spielen, weil ich habe jetzt bei Compact-Dingens bin ich mit Save States jetzt durchgestartet, weil es nicht mehr möglich war. Aber egal, das hat ja mit eurem Hack nichts zu tun. Ich muss mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren, dann regt sich Robcho auch nicht zu sehr auf. Grüße gehen raus an der Stelle. Genau, Grüße gehen raus an Robby an der Stelle. Hey, bin ich. Ist die. Ach so! Ich war Guck gerade mal. komplett irritiert, weil genau an der Stelle dieser Busch steht. Ich dachte jetzt, der Busch ist fest geworden, aber das ist der Boden hier, Diese Papa. der klebrig ist. Okay. Gecheckt. Genau. So, Kristall habe ich gesehen, lasse ich aber liegen. Und wir sehen Jo, kannst du endlich machen. Melon-Man-Gegner, die haben wir ja noch überhaupt nicht gesehen. Das macht Ja. natürlich nochmal den. Oh, ah, den kann ich kaputt. Der geht gar nicht kaputt, okay. Das macht natürlich nochmal hier den Faktor aus, dass wir hier in einem story-relevanten Abschnitt jetzt gelandet sind. Ach, Die die mutierten gehen nicht Melonen. kaputt immer noch. Ei. Sind Steine. Ja, sind Richtig. leider die Steine, die man durch Rutschen zerstören kann und auf denen man mit einem Ich wollte Spinjump ihn springen kaputt kann. rutschen, aber hat nicht funktioniert. Das war Pompis, das weiß ich noch gar nicht. Das müsste aber. Ja. Ja, es Okay, geht. Pilz und Abflug. Das war schlau. Wollte etwas schneller sein, aber nicht funktioniert. Dich kann ich kaputt machen. Okay, Großartig. ich muss mich daran gewöhnen, dass die hochspringen, wie Steine sind, und ich die nicht kaputt Die mache. nach oben praktisch Genau. mit den Zähnen schnappen, ja. Genau. Die Stimmt, an den, eigentlich kann man es an den Zähnen festmachen. Das ist ganz gut zum Unterschied. Richtig, das waren Koopas. Die hatten unterschiedliche Farben. Das ist falsch. Das ist ein Oh, dann Feigeist. hat der schießt, was ist Ja. das? Das ist dann. Sniffets. Ah. Sniffets. Aus Wait, Mario den Bros. kaputt, 2. den Super rutsche ich Mario Bros. kaputt. Komm 2. her, Kollege. Komm her. Kommt beide her. Ich will den Pilz. Dankeschön. Perfekt. So, der kann mich mal. Jetzt vorsichtig. 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 Hilfe. Oh, man sieht fast nicht das Feuerding durch die Sonne, aber. Kann man Ach verkraften. so, ja. Oh boy. Das war jetzt nicht so. Ach so, Du kannst die die kann ich Plattform wieder, noch die kann mal ich kaputt machen. Ah, wiederholen. Mensch. So, jetzt ist Du die kannst sie Plattform zum auch einen wieder kaputt da. machen und die Plattform wiederholen. Oh, da kam ein Stein runter. Ah, oh, mit Waypoint. Sehr schön. Richtig. Perfekt. Ja. Fortschritt. Läuft doch. So. Vorsichtig, vorsichtig und weiter. Mir gefällt ja, Atomdings-Atmosphäre gut. Das ist so, das wird nicht allzu oft in Endlager-Atmosphäre. irgendwelchen Hacks eingebaut. Ah, ich muss. Spitzschirm. Genau. Richtig. Weil das ist doch die Stelle, wo dieses Raumschiff jetzt runtergekracht ist, ne? Genau. Haben die da ihren Müll jetzt sozusagen abgelagert? Ja, Ja. soll so den Anschein haben, dass das da auch alles so rausgefallen ist, als das runtergekommen ist. Alles klar. Gut, ja, das war doch schon mal ein schönes Startlevel. Wir haben schon ein Level geschafft, hurra. Radioactive Hey. Rift, jetzt ist hier alles verseucht. Man sieht, jetzt sehe ich das erst, hier sind ja auch die ganzen. Huch, jetzt habe ich hier alles verschoben. Seht ihr aber nicht. Huch. Hier die ganzen Symbole. Jetzt sehe ich die erst. Ich dachte erst, das sind Gesichter, aber nein, das ist. Ja, das hat so hier die Ja, beiden Augen und dann ich guckt er so kann erkennen, traurig was und du die meinst. Nase. Ja. Aber es ist das Atomsymbol. Jetzt habe ich das gecheckt. Okay. Ja, ich bin zu sehr von Mario, wo alle Berge und so Gesichter haben. Dachte, das hat auch Gesichter. Okay. Sind das diese Knubbel, die. Ja, das sind diese Knubbel.
Oh boy. Ja, aus Mario Land 2. Ah, ich bin schon wieder auf dem Klebedings. Hilfe. Okay. Hilfe. Das wird interessant. Mal gucken, wie stark das auf die Spitze getrieben hat. Mario Land 2 hätte darstellen sollen, so. Aber es war einfach, ich glaube, das war in so einem Wahl-Level bei Mario Bros. Bei Mario Land 2. Das war in einem Wahl, genau, das war in einem, ich glaube, es war auch in einem Wahl, ja. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, aber es hat hier gepasst. Es war auch in einem anderen Level, glaube ich, aber das war halt, ne, es war allgemein so Klebezeug, was von der Decke kommt einfach, ja. Das war auch, glaube ich, in der Horror-Welt. In der Höhle war das auch, irgendwo, ja. Das mag sehr gut sein. Das ist auch wieder ewig her. 6 Golden Coins, habe ich auch mal Let's Play, Hilfe. Okay, einfach runter, einfach runter. Ursprünglich hatte dieses Level mal einen Secret Exit, der wurde aber im Nachhinein entfernt, weil wir den nicht mehr brauchten. Ja, ich bedanke mich. Aber hier war mal einer. Okay. Gerne, nur für dich. Hilfe. Alles nur für dich gemacht worden. Okay, das kann ich so machen, das passt auch. Ich hätte jetzt ganz gerne einen Pilz oder einen Midway Point oder sowas. Das wäre ganz... Oh, da ist einer. Da hast du... Nice. Hey. Ah, genau, also ich kann... Ah, das, da warte ich kurz ab, dann passt er. Jawohl, sehr schön. Super. Als ich das aber gerade gesehen habe mit dem Schleim, dachte ich, das wird jetzt so ziemlich unangenehm vom Steuern her. Das funktioniert echt gut. Also das passt. Du fällst halt nur noch ganz langsam runter und kannst dich aber dann... Genau, ich kann halt nicht hoch. Das ist wichtig zu wissen. Man kann nur runterschweben in dem Zeug. Aber ihr habt es sehr, sehr human bisher gebaut. Da ist nichts Schlimmes dabei. Ja, das war natürlich dumm. Das war natürlich... Oh, super. Dumm von mir. Genau, aber hier ist nicht die Intention, irgendwas mit Absicht komplett schwer zu machen. Ja. Dass es irgendwie zu schwer ist für andere Leute. Okay, den kann ich jetzt abschließen. Wäre ja ein anderer Hack. Das wäre ein anderer Hack. Ich will den Kollegen. So, wo habe ich. Ah, ne, hier bin ich nicht durchgekommen. Bei den Koopas war das irgendwo, habe ich da Quatsch gemacht. Hier bin ich auch noch durchgekommen. Ach, nee, hier war es auch noch nicht. Da war das. Ah. Kann man in die blaue Röhre da oben rein oder ist die. Nein, die okay. Nein, man kann auch nicht rein. Dann lass ich. Nein, nicht schon wieder! Dann lasse ich die in Ruhe. Eieiei. Runter, kaputt rutschen. Sehr schön. Bin ungeduldig. So, Pilz. Okay, alles gut. Dann halt so. Jetzt kommen die Koopas. Okay. Und dieser Effekt, dass das alles so rot wird, war erst gar nicht geplant. Aber es hat dann am Ende doch, finde ich, ganz gut gepasst. Uff. Sollte halt eigentlich so sein, dass das im Hintergrund zwischen den Steinen so grün aufleuchtet. Aber aus unterschiedlichen Gründen beeinflusst das halt den HDMA und dann sieht es halt so aus, wie es jetzt aussieht. Jetzt am Ende sieht es besonders cool aus. Da hat man jetzt nochmal den Effekt besonders gut gesehen, wenn alles schwarz war. Okay, ja, war doch schönes Level auch wieder. Ich habe zwar ganz kurz den Gegner da vom Ziel auch in mich reinrennen sehen, aber das Ziel hat sich zum Glück schneller ausgelöst, als der Gegner zu mir gekommen ist. Ist jetzt zum Glück nicht passiert. Zum Glück. Acid Ocean Zone. Jetzt ist der Ozean auch noch vergiftet. Der Ozean, sag ich schon, das Wasser auch noch vergiftet. Was glaubst du eigentlich, wer die ersten beiden Level gebaut hat? Ach so, haben wir jetzt ganz gar nicht mehr, oh Gott. Ich hab's auch gerade vergessen. Das erste, wer meinst du, wer das gemacht hat? Das erste war Lux. Ja. Richtig. Weit. Würde fast sagen auch, aber es könnte auch Dark gewesen sein. Was ist die letzte Antwort? Ich bleib bei Lux. Das ist beides richtig. Das ist auch richtig, ja. Yay. So. Aber, okay.
bisschen mehr. Was mal eine kleine Hintergrundgeschichte zu diesem Level hier. Und zwar war das ursprünglich das erste Rundenlevel für das Super Mario World Hacking Turnier von Patrick. Okay. Von Spubs. Das wurde auf genau. smwhacking.de veranstaltet. Richtig, und das war das erste Rundenlevel dafür. Ah, okay. Nein! Da sind wir beide weitergekommen. Wir haben da als Team mitgemacht. Okay. Ich werde aufgrund von Zeitgründen jetzt einfach das hier mit lebenstechnisch mit Safe State machen. Also nicht das Level, ja. Sondern nur, ich hole jetzt keine Leben. Das, ja. Da jetzt zurückrennen und das irgendwie, weiß nicht. Mach so, wie du willst. Du kannst entweder zurücklaufen. Wir tun einfach so, wie wenn es hier unendlich Leben Hilfe gäbe. Ich bin zwar nach wie vor, werde ich Leben sammeln und so weiter, aber wenn ich jetzt sterbe, meine ich, lade ich den State. Nee, okay. Ich starte ja auf dem Quatsch, ich habe schon wieder falsch gedacht. Wir haben ja keinen Midway Point, dann ist es ja egal. Also noch hast du keinen Midway Point. Ja, ich habe ja völlig falsch gedacht. Wenn ich jetzt sterbe, kann ich ja aber trotzdem. Aber das kann sich gleich ändern. Das Game Over Ding durchlassen. Ja, das hoffe ich. Genau. Halt auf den grünen hätte ich auf den nee, der ist. Du hättest da nicht laufen können, also halt auf dem Gegner kannst du drauf springen können. Naja, ich meine, das grüne ist nicht fest, ne? Ich dachte kurz, das wäre fest. Wie meinst du nicht fest? Der meinst du den hier. Kaktus? Ja, genau. Achso, der Kaktus, nee. Achso, nee, der ist Deko. Ja. Genau. Ich war gerade kurz überzeugt, dass ich drauf laufen kann, dann habe ich es aber gelassen, zum Glück. Ah, nice. Ja, ab jetzt, das ist das, was ich mit Safe State meinte. Moment, dann mache ich den kurz hier. So. Wahrscheinlich brauche ich ihn gar nicht. Immer dann, wenn ich ihn setze, brauche ich ihn nicht mehr. Hoffen wir doch mal. Ach so. Plötzlich rückwärts. Ja. Das wird viel zu selten gemacht in Hex. Ja. Das ist dann nämlich dadurch, dass es. Das merkt man daran, dass es einem direkt ungewohnt vorkommt, wenn man plötzlich rückwärts laufen muss, dass das viel zu selten vorkommt. Ah! Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich merke das ja, wenn ich das mal in den Level teste. Aber hat sich ganz gut angeboten. Gib mir den Pill! Über zwei Pilze. Ja, und keinen bekommen. Rip. Okay. Den kannst du jetzt aber holen. Jetzt weiß ich schon mal, wann die Pilze kommen. Kann ich diese. Muss ich gleich mal probieren. Ich frage gar nicht, ich probiere es einfach. Okay. Denn als. Als Spieler müsste ich es ja auch ausprobieren, ohne da ist ja auch keiner dabei, der. Gehen die kaputt? Yes! Ja, Gott. Die gehen kaputt. Gott. Das sind die Gegner aus Super Mario Land 1. Sehr schön. Wow. Und da bist du nicht genau drauf gesprungen. Zumindest sah das so aus in der Übertragung. Ja. Und wie habe ich denn an der Ecke noch mitgenommen? So, das ist gut, wenn diese komischen Seepferdchen kaputt gehen. Dann kann ich dann nämlich in Ruhe mir den Pilz holen, wenn ich nicht gleich wieder Quatsch mache. Wo war der jetzt? Irgendwo da kam der. Da ist er. Der ist nämlich frech. So. Und der andere, frech. der das Plattformding ist weg. Hab ich Glück gehabt. Da war, glaube ich, wohl noch ein Plattformding drauf. Die Dinger da. Was sind das eigentlich für welche? Spinies? Spinies sind das. Aber die aus, aber aus Spinies. Dem Arcade. Das sind die aus dem Arcade. Ja, weil ich wollte gerade sagen, normalerweise kill ich die ja mit einer Feuerblume und mach die nicht nur so. Schubst die nicht nur rum. Oh, wieder zurück. Haben die Münzen gerade die Farbe geändert oder waren die schon immer blau in dem Level? Ah, nee. Nur in dem Abschnitt. Okay. Manchmal blau, manchmal gelb. Ah, alles klar. Gut. Hat keine Bedeutung. Ja, drei Level schon, sehr schön. Geht doch. So gut voran. Ole. Und ein Schloss. Maniac Mansion mit Secret Exit. Yes. Oh Gott, das ist gut. Das ist von da. Ich weiß es noch nicht. Aber ach so, das Level gerade. Das Level gerade. Ah, auch wieder schwierig. Ich würde fast schon wieder Lux sagen. Oh. Das ist leider falsch. Dann war's da. Das ist das, also, den Song das Level hatte, wir hatten im SMWHT zwar zusammen mitgemacht, aber die Level nicht komplett zusammengebaut, beziehungsweise das haben wir immer mal, okay. mal so gemacht. Hier würde ich jetzt schon auf Dark tippen, übrigens.
Was? Ich hab's kam gar nicht durch. Hier würde ich genau auf Dark tippen. Oh Mist. Das ist wieder falsch. Ich will den Song. Ah, ich will gewinnen. Okay. Okay. Ja, Pech. Also das gebaut. Ich habe am Ende dann noch ein paar Änderungen vorgenommen. Also ein paar Stellen vereinfacht. Etwas umgebaut. Aber das wurde von uns gebaut. Okay. Oh, hier mal von Viech drin ist das jetzt nicht gespawnt. Dann wäre bei rechts. Ja. Bringt dir jetzt keinen Nachteil. Aber das hört sich mit dem Film gar nicht mal scheiße an. Das hat nicht funktioniert. Jetzt ist es wieder da. Geh weg. Will dich nicht. Hey. Das warst du eigentlich entscheidend. Was war da jetzt anders? Ich meine, es scrollt ja. Das heißt, ich kann ja die Gegner eigentlich nicht. Was ist, wieso gehen die Münzen da so hoch? Das verwirrt mich. Als ob man da hoch könnte. Ah! Was habe ich getan? Was? Hast du den Server, auf dem Server den einen Channel umbenannt? Nein, habe ich nicht. Hm. Ich weiß nicht genau, welchen du meinst gerade. Ach so, ja, den habe ich. Oh, was? Ja. Aber auch auf Anforderungen von. Was meinst du? Genau. Wie kann ich das manipulieren, dass das Ding mal da. Oh, okay. Ich kann dir nicht sagen, warum das der Fall ist. Weil es scrollt ja, es dürfte ja eigentlich nichts anderes sein. Ach, weiß das. Nicht. Hm. Naja. Bringt er jetzt, wie gesagt, keinen Nachteil, wenn er nicht auftaucht. Ich wundert's nur. Weil ich kann ja an sich nur dafür so. Oh mein Gott, was tue ich? Ich kann ja an sich eigentlich nur dafür sorgen, dass es vielleicht auftaucht, wenn ich Gegner vorher töte, aber dass es verschwindet. Das hat ja irgendwie mit mir nichts zu tun. Ich denke zu viel nach. Mein Gott, vielleicht spiele ich einfach. Was zur Hölle? Du kannst ja ansonsten auch Power-Ups holen. Richtig. Das kann ich tun. Also ansonsten, wenn das zu schwer wird. Ja, das könnte ich tun. Aber an sich bin ich gerade einfach nur wieder unfähig. Wow! Hi. Den habe ich vergessen. Moin. Ich kam ja schon recht weit, also das, ach, ich kann hier hoch und dann. Hä? Ach so. Münzen sammeln. Das ist zwar auch nicht viel aus. Du kommst einfach über die Feuersäule. Okay. Wo bin ich vorhin? Ich bin an dieser einen Säule gestorben. Nein! Ah, super. An dieser einen Säule gestorben, wo. Da waren wir jetzt noch gar nicht mehr. Also ich war schon ein Stückchen weiter. Jetzt einfach mal wieder konzentrieren, bevor Rob schon den Kommentaren durchdreht. Das wollen wir nicht. Grüße gehen raus und Rob an der Stelle. Ja, war hier schon am Anfang des Parts. Oh mein Gott. Ja. Anfang des Parts gesagt. Doppelt hält besser. Aber ich bemühe mich, Robchu. Spul nicht von. Nein, du darfst natürlich vorspulen. Spul vor. Dafür ist die Funktion da. Yes. Nutze sie. So. Frag mich. Nein. Okay, es ist egal, wann ich die Dinger rein. Also wann ich zu denen hingehe, der schießt sofort. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich das irgendwie verlangsamen, dass er nicht sofort schießt, aber nein, er schießt sofort. Ich meine auch nicht, dass das möglich ist. Der wird immer nach oben links oder nach unten links schießen. Ja. Oder halt in die andere Richtung, oben rechts. Oder? Hm. Ja, der kann nur nach oben und nach unten schießen. Okay. Zum Glück sind die nicht zielsuchend. Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, der schießt halt nach oben, wenn du über ihm bist und nach unten, wenn du unter ihm bist. Aber ja, der dreht sich so ein bisschen, aber genau, ich meine, es ist nicht. Genau. Also die könnten auch deutlich schlimmer sein. Das sind nicht wie die tollen. Ach, warum bin ich denn feuerspuckenden, dumm? Die tollen feuerspuckenden Blöcke, die Sticky Boy so oft. Ich hab vergessen, dass der da kommt. Ja. Das gibt's doch nicht. Du kannst übrigens einen Spin-Jump machen auf diesen Bällen, die halt geschossen werden. Projektile. Hab ich schon genutzt. Bin nur dumm, das ist alles. Genau. Es ist eigentlich gerade, es ist wieder so ein Ding, das ist eigentlich gerade nicht schwer. Ich stelle mich nur an wie sonst was.
So. Jetzt kommt der. Ich muss mir nur merken, wann die kommen und dann passiert ja auch nichts weiter. So, jetzt kommt der gleich wieder. Und zwar nach dem. So. Irgendwo genau da habe ich vorhin, bin ich an dem Feuer gestorben, weil ich den Pilz haben wollte. So, hier waren wir also noch nicht bisher. Wenn, dann kommt jetzt gleich der Midway Point. Oder ist Ziel? Oh. Das war nicht so gut. Lass mich in Ruhe. Ich hab's geahnt, dass genau das wieder passiert. Schade. Ach, warum scrollt es? So kann ich nicht schnell durchrennen. Scrollen ist immer so toll. Ich glaube aber auch nicht, ob das besser machen würde, wenn du hier die Möglichkeit hättest, schnell durchzurennen. Das kann sein. Okay, jetzt kommt der Knochen trocken und dann kommt das Viech wieder und Abflug. So, jetzt kommt mein Pilz. Gib mir den. Gib mir den. So, jetzt lassen wir uns nicht sofort wieder treffen. Wo habe ich mich ja nicht treffen lassen direkt? Jawohl. Ich weiß es gar nicht mehr. Hier hatte ich ihn noch. Wo habe ich denn den verloren? Ach ja, hier. Dann bin ich an dem noch gleichzeitig gestorben. So doof sein. Oh, Kristall. Ach Gott, das Ding hat ja einen Secret Exit gehabt. Ich hab die Röhre ausprobiert. Dann kam die Flamme dahinter hoch. So viele Möglichkeiten in diesem Level, den Schlüssel zu verstecken. Das heißt, bis dahin muss ich den Schlüssel bekommen haben. Ich habe einen Block nicht ausprobiert. Du bekommst ihn später und kommst mit einer Röhre durch diese Röhre zurück. Oh. Ach, verdammt. Oh. Mach doch meine Theorie nicht. Das muss ich nicht heißen. Nee, ich gehe davon aus, dass man bis dahin den Schlüssel bekommen hat. Das ist eher so als meine Vermutung. Ja. Und ich habe eine Vermutung! Also erstmal in Ruhe ganz entspannt spielen. Ich habe eine Vermutung, wo er sein könnte. Einen Block nicht ausgelöst bisher. Ich bin gespannt, ob der würde sich anbieten. Oh, guck, ach so. Ah, das geht auch. Das ist gut zu wissen. Das ist nicht gut zu wissen. Sheesh! Wie oft bin ich in dem Level schon Game Over gegangen? Ich hab nicht gezählt, aber es kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Eieiei. Aber so lange sind wir noch. Wenn jemand Lust hat, kann er gerne eine Art Todescounter erstellen. Chosen. Aber nur wenn er Lust hat. Wo bist du? Ja, Chosen. Grüße gehen raus an dich, Chosen. Ach, da unten sind nochmal blöde Mist! Nein! Okay, jetzt komme ich da nicht hin. Egal, erst dann mal. Du musst es ja sowieso zweimal spielen. Also zweimal schaffen. Aber ich könnte mir jetzt nämlich die Blöcke noch vorstellen. Aber vielleicht geht's mal. Kommt mal. Oh Gott, ist der schneller geworden? Hilfe. Halt, je länger die auf dem Screen sind, desto eher haben die halt dann die Möglichkeit dazu, Projektile zu machen. Okay. Das sieht echt schnell aus, aber. Langsam. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Fenster. Oh Gott! Nein! Lux? Ja. Das war sicherlich kurz vorm Ziel. Kann es sein, dass da ein Midway Point fehlt im Level? Ja. Ah, das war sicher kurz vorm Ziel. Scrollt. Also, ich meine, das Level ist nicht so lang. Kleiner Spoiler, du bist relativ nah am Ziel, meine ich. Ja, da war der dritte Kristall, ja. Also.
spricht dafür. Ja, das ist kurz vom Ziel. Ach, verdammt. Ich glaube, da müsste trotzdem noch eine Kritisch am Ende. Ich habe eine andere Idee. Okay. So. Auch an die Zuschauer, falls ihr irgendwelche Verbesserungswünsche habt, sei es jetzt irgendwelche zu schwer designten Stellen oder seltsamen Stellen, schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt können wir noch was dran ändern. Genau, jetzt können wir das noch ändern. Und wir können uns gerne bemühen, das auch irgendwie zu verändern. Ein paar Probleme sind leider nicht so leicht zu ändern, wie wir schon mal gesagt haben, Let's Play. Genau, aber so an Levelstellen, das lässt sich meistens machen. Sonst teste ich ja auch nicht mehr rum und verliere auch meinen Pilz nicht. Jetzt weiß ich auch, dass also ich nur, unten wenn ihr bleiben Vorschläge habt. Und mir hier mal die Blöcke an... Ja, danke, sag ich doch. Hey. Dann machen wir kurz den Exit. Oh boy, das ist... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ungünstig, wenn ich groß bin, aber nein, war es nicht. Das passt schon. Puh. Genau. So, jetzt machen wir noch den normalen Exit hier. Ich will das Level weg haben. Heieiei. Mehr passiert in dem Part auch nicht mehr. Also, wenn wir das Level geschafft haben, ist der Part zu Ende. Ihr könnt jetzt gucken, wie lang der Part noch geht. So. Also, für alle, die noch neue Level sehen wollen, im nächsten Part. In dem nicht mehr. Wir sind bei 26 Minuten. Wenn der Part jetzt also bis 40 Minuten geht, haben wir 12 Minuten in dem Level noch gesessen. Nein, wird nicht passieren. Wir schaffen das jetzt auf Anhieb. Easy. Selbstverständlich. Ach, das sofort geschafft. Jetzt kriege ich hier ja wahrscheinlich auch ein neues Power-Up. Oh, das ist... Ich kann die Dinger bestimmt ab... Ja, okay. Hat sich erledigt. Hätte ich die abschießen können? Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es gar nicht genau. Ich meine schon. Man könnte sich dann ja eine Blume kaufen und damit hier durchrocken. Ja, dafür hast du das Geld, dass du dir Power-Ups kaufen kannst. Und Leben. Das wäre ja sogar eine Investition hier, die Blume. So, jetzt kommt wieder das Viech. Ja. Ich wusste, dass du kommst, aber nein, hast du mich trotzdem überrascht. So, jetzt bin ich wieder klein und ich habe die gleiche Situation wie vorhin. Bra. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Das freut mich. Irgendwo kommt jetzt das Viech, was mich abgeschossen hat. Das da! Du hast mich abgeschossen. Du nicht mehr. Nee, der hat mich abgeschossen. Der da war's. Jetzt nicht mehr. Okay. Wow, der, der Knochen war gefährlich. Hallo? Bin ich nochmal ein Pilz oder sowas? Nein, okay, dann halt nicht. Gehen wir ins Ziel. Yes! Sag ich doch. Hey. Da brauchst du keinen Pilz mehr. Ach, wieder mit schöner Endmusik. Urs Klee. Urs Klee. Klee. Okay, ja, dann gucken wir uns das nächste Mal das Sternlevel an. Und ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Ich auch. Und das ist ja schon das letzte. Nee, passt ach, dann gibt's wahrscheinlich nochmal so einen Abschnitt mit den nächsten Vieren. Genau. Richtig. Ah. Der Hack hat noch vier Welten, keine Sorge. Ja, genau. Es gibt noch eine weitere Sternwelt. Alles klar. Ja, dann danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao. Tschüss.